dem Video jetzt ein Like da und ein Kommentar, welche Legendary wir ziehen werden oder vielleicht wie viele heute. Und ja, das würde mich mega freuen. Jetzt die Super Magical Chest aus Arena 10. 602 Gold. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wird es nämlich richtig krass. Schreibt jetzt schon mal vielleicht in die Kommentare, welche Legendary wir heute ziehen werden. Vielleicht den Friedhof, vielleicht aber auch den Inferno Dragon oder das Kampfholz. Dankeschön nochmal für euren Support auf den Videos und lasst dem Video jetzt ein Like da und einen Kommentar, welche Legendary wir ziehen werden oder vielleicht wie viele heute. Und ja, das würde mich mega freuen. Wie ihr es hier schon sehen könnt, wir haben den Scharfrichter, Executioner, auch im Englischen, haben wir im Shop und wir werden uns heute erstmal das magische Juwelenpaket kaufen. In einer weiteren Folge wird dann die Super Magical Chest folgen, also wenn ihr die Super Magical Chest sehen wollt, auf jeden Fall ein Like da lassen und einen Kommentar schreiben. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt und neu dazugekommen seid, immer ein Abo da lassen, was auch immer, damit unterstützt ihr mich sehr hart. Dankeschön nochmal für das richtig geile Video, was angekommen ist, das Chess Opening vom 24.12. Das hat jetzt schon 38.000 Aufrufe, Dankeschön nochmal dafür. Aber jetzt schnell zum Chest Opening. Also ja, ich bin wie immer bereit. Wir fangen jetzt erstmal mit dem magischen Juwelenpaket an. Ich bin auf jeden Fall schon mal mega gespannt. Ja, dann sehen wir uns nach einem kleinen Cut wieder. Bis gleich. Perfekt, so jetzt haben wir auch schon das Startangebot gekauft und los geht's, die Super Magical Chest aus Arena 10, 602 Gold, einmal den Eisgolem, okay, zweimal den Bombenturm, dann 17 mal die Feuergeister, das ist relativ gut, 6 mal die Koboldhütte, 70 mal den Tesla, 14 mal den Schweinereiter und 4 mal den Freeze. Leider nicht den Executioner freigeschaltet, aber dafür eigentlich eine relativ gute Kiste. Der Schweinereiter ein bisschen hochgepusht und den Tesla. Naja, da bekommen wir nämlich noch die Gems. Und damit kaufen wir uns jetzt, ja, den Executioner 10 mal. Und den haben wir jetzt auch. Und den machen wir dann jetzt auch nochmal kurz hier auf dem Level, den wir hier bekommen können. So, den Scharfrichter auf Level 2. Perfekt. Dann den Scharfrichter auf Level 3 bekommen wir ihn. Okay, leider nicht Level 4. Glaube ich, ja genau, nicht Level 4. Aber dafür auf Level 3, das ist schon relativ gut. Dann können wir ihn ja mal kurz schauen, wofür wir ihn denn austauschen können. Dann nehmen wir den mal fürs Mega-Minion mit. Und dann machen wir Live-Kampf. Ich bin mir nicht genau sicher. Ich würde mal sagen, dass wir... Ja, wir haben noch genügend Zeit. Komm, wir machen jetzt noch einen Testkampf mit dem Scharfrichter im Deck. Okay, gegen den Level 11er. Ich bin auf jeden Fall schon mal mega gespannt, wie der Scharfrichter heute ankommt. Also, beziehungsweise heute, ihr seht das jetzt gestern. Also, ich nehme das also am Freitag auf. Okay, der Scharfrichter kostet 4, beziehungsweise, nee, 5 Elixier. Okay, Balloon Level 5. Den Scharfrichter, wie schnell ist der? Ich kenne ihn jetzt überhaupt nicht. Ich setze ihn jetzt einfach mal, den Scharfrichter. Okay, dann setzen wir einen Eisgolem ein. Perfekt. Der wird zweimal jeweils immer getroffen. Ein guter Feuerball, weil damit alles down geht. Und er bekommt sogar nicht mehr einen Hit. Perfekt. Und jetzt oben unser Riese zieht durch. Ich hoffe mal, er hat keine, wenn er eine Skeleton ab. Oh, er hat auch den Scharfrichter. Aber, oh, direkt zwei Stück. Den können wir direkt zappen. Perfekt. Und damit kriegen wir sehr viele Hits raus. Also der Scharfrichter ist gar nicht mal so schlecht, muss man schon sagen. Da können wir jetzt gleich hier mal die Elite-Barbaren setzen. Oder vielleicht, wenn da noch was kommt, eine Skeleton-Armee natürlich. Jetzt hier erstmal die Elite-Barbaren. Okay, das war nicht schlecht gemacht mit seinen Feuergeistern, aber der hat 5 verbraucht und ich bekomme sogar noch einen Hit an seinem Turm. Was ist das denn? Sehr nice, muss ich schon sagen. Okay, er spielt ein Lava-Hund-Deck. Da müssen wir erstmal mit dem Ofen normal pushen. Er hat ja den Balloon dabei, deswegen da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass hier nicht zu hart gepusht wird. Wir setzen den Eisgolem. Guck, da ist er nämlich schon direkt. Den Scharfrichter natürlich eingesetzt. Perfekt, wird auch noch getroffen. Ich hoffe mal, der Feuerball reicht. Ansonsten ist es... Ja, geht er down? Ja, er geht down. Perfekt. Und dann noch ein sauguter Sepp. Das war auf jeden Fall gut getimt, würde ich mal sagen. Trifft der Executioner? Nein, perfekt. Der Executioner trifft nämlich nicht den Turm. Und ich finde das schon eine sehr geile Animation. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, eben halt, wie ihr den Executioner findet. Findet ihr den cool oder nicht? Also, das würde mich auch schon mega interessieren. Okay, wir setzen jetzt mal einen offensiven Riesen. Er setzt
auch die Elite-Barbaren. Wir setzen hier unsere Elite-Barbaren. Davor den Eisgolem. Perfekt abgestimmt. Damit ist auch erstmal der Riese am Turm. Er will natürlich pushen, weil er genau weiß, dass der Riese den Turm bekommt. Wir führen 1:0. Und der Elite-Barbar bekommt sogar noch 2 Hits raus. Perfekt, perfekt, Leute. Jetzt hier nochmal den Scharfrichter. Jetzt den Feuerball. Oh, das ist saubitter. 2-mal den Sepp verhauen sozusagen. Damit meine ich natürlich, dass er den Balloon da falsch gemacht hat. Und er hat sogar noch einen Rage. Er hat einen Rage-Zauber dabei. Da müssen wir jetzt den Feuerball setzen. Aber so viel Schaden bekommt er da gar nicht raus. Er hat jetzt über das gesamte Spiel so wenig Schaden rausbekommen. Okay, das zappen wir jetzt hier nochmal. Keine Chance. Nochmal den Eisgolem. Ja, auch wenn er jetzt hier, dann setzen wir nochmal kurz den Ofen. Keine Chance. Er hat es nicht geschafft. Der Executioner passt eigentlich relativ gut in dieses Deck, muss ich schon sagen. Sehr gut. Ja, ich würde mal sagen, also damit sind wir wieder auf 3900. Und der Executioner, der ist echt gut in dem Deck. Könnte man auch das Deck bewerten. Das ist auch relativ nice. Aber jetzt erstmal mache ich dieses Video auf YouTube hochladen und schneiden. Ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao.